Weil es so außerordentlich wichtig ist, zu anfangen, die richtige Geisteshaltung zu entfalten, denke man daran, dass es alle Lebewesen, wo immer sie auch seien, in den Zustand des vollkommenen Erwachens zu versetzen gilt. Wenn das mein Herzensziel ist, dann werde ich von jetzt an danach streben, den Dharma zu hören und ihn umzusetzen, um damit allen Lebewesen nützen zu können. Mit dieser Geisteshaltung, die Bodhicitta genannt ist, bitte so geschehen, zu hören. So wie es der Bodenmeister Nagarjuna formuliert hat, für alles, was für alle Pflanzen und so weiter, wie es halt dort einen guten Untergrund, einen Erdboden braucht, so ist die Grundlage für alle Qualitäten Wohlverhalten. Und dieses Beispiel, wenn man dies sich zu Herzen nimmt, dann bedeutet es, für alles, was wir in dieser Welt erbauen wollen oder Pflanzen, die wir pflanzen, braucht es zuallererst einen guten Untergrund. Jede Pflanze, die wir wachsen lassen wollen, muss zunächst als Same in einen richtigen Erdboden gesetzt werden. Jeden großen Baum, den wir später wieder eignen wollen, muss auf einem festen, guten Untergrund stehen. Ein Haus, das wir bauen, bedarf eines guten Fundaments. In gleicher Weise sind für alle Qualitäten, die wir in uns entstehen lassen wollen, eine Grundlage notwendig, wie sie hier bezeichnet wird als Wohlverhalten. Wohlverhalten, das ist die richtige Art des Verhaltens, ist das, was die Grundlage, der Nährboden darstellt für alles Gute, für alle Qualitäten, die in uns entstehen können. Wenn man Wohlverhalten erklärt, gibt es drei Arten zu unterscheiden. Die erste Art ist Wohlverhalten, das sich orientiert an den 10 Arten des Verhaltens. Der zweite Typ von Wohlverhalten ist der, der Nutzen, Wohlergehen für andere bringt. Und schließlich gibt es die dritte Art des Wohlverhaltens, das alle Arten des Übels ablehnt. Was die erste Art des Wohlverhaltens angeht, die eine Art der Disziplin, dem eigenen Tun,
Auferlegt hat der Buddha in seiner Weitsicht und in seinem Mitgefühl je verschiedenen Individuen ganz gemäß ihrer Auffassungsfähigkeit unterschiedliche Verhaltensregeln gegeben. So gibt es Verhaltensregeln, die sich im Einklang stehen mit dem kleineren Vater, Hinayana. Und es gibt Verhaltensregeln, die im Einklang stehen mit dem großartigen Weg, dem Mahayana und so weiter. Alle diese unterschiedlichen Verhaltensregeln als gutes Tun sind angemessen an die individuelle Fähigkeit verschiedener Individuen. Wir sollten diese Vielfalt der Verhaltensregeln, die der Buddha gelehrt hat, sehen und vertrauen darauf, dass sie alle ein und demselben Zweck dienen, dass sie alle Methoden sind, um eigenes Verhalten zu guten Tun zu wandeln. In Tibet wissen wir vom Namen her, dass es dort unterschiedliche Überlieferungstraditionen gibt, wie zum Beispiel Satya, Nyingma, Gelugpa, Kagyü. Trotz unterschiedlicher Namen ist der Dharma, der in diesen Traditionen gelehrt und geübt wird, ein und derselbe Dharma, der zurückgeht auf den großen Lehrer, den Shakyamuni Buddha. Im Laufe der Zeit, als dieser Dharma dann nach Tibet kam, waren es große Lehrer, wie zum Beispiel der große Schütze Atisha oder Pratampa Sangye. Diese Gelehrten, diese Mahapanditas, wenn sie nach Tibet gingen, haben sie dort der Dharma gelehrt. Und so hat er sich in dieser Überlieferung jeweils verbreitet. Umgekehrt sind von Tibet aus Mapa, Lhotsawa oder Röntgen Sampo, der große Übersetzer, oder Vajrayana, sie sind nach Indien gegangen, haben dort gelernt mit den Meistern, den buddhistischen Meistern in Indien und haben dann damals zurück nach Tibet gebracht, dort in die Sprache übersetzt. So haben sich verschiedene Traditionen entwickelt, deren Ursprung aber einzig und allein das Wort des Buddha in Indien war. Das sollten wir wissen. So sind die Traditionen, die heute bekannt sind unter den vier großen Namen, Gelugpa, Satyapa, Nyingmapa und Kagyü, sind nichts anderes als verschiedene Überlieferungslinien, die über einzelne, die Abfolgen unterschiedlicher Lehrmeister erfolgt sind. Aber was dort überliefert ist, der Dharma ist ein und dasselbe. Deshalb ist es in jeder Hinsicht unsinnig und unstatthaft zu denken, dass etwa Satyapa Dharma besser sei als Kagyupa oder Kagyupa Dharma sei besser als Nyingmapa Dharma. Das ist unsinnig und unstatthaft in jeder Hinsicht, weder so zu denken noch so zu reden. Sentient
Damit kommen wir zur zweiten Art des Wohlverhaltens. Welche die ist, die das Wohl und den Nutzen anderer Lebewesen betrifft. Hier gilt es grundsätzlich zu bedenken, dass im Laufe des wechselhaften Geschehens in dieser Welt, wo wir von einer Geburt zu einer anderen wandern, wir in diesem endlosen Wiederholungszyklus Samsara einmal eine Beziehung zu allen Lebewesen hatten. Manchmal waren sie unsere Mütter, manchmal unsere Väter, unsere Nahestehenden und so weiter. In dieser Weise, wenn wir dies bedenken, haben wir zu allen Lebewesen eine Beziehung, die es rechtfertigt, ihnen gegenüber große Dankbarkeit zu empfinden. Wir sollten uns bewusst werden, dass sie alle einmal unsere liebenden Mütter und Väter gewesen sind. Und das viele Male. So haben wir allen Grund, aus tiefstem Herzen mit Dankbarkeit zu empfinden und die Güte, die sie uns gewährt haben, diese Güte nachzuempfinden oder ihr nachzuspüren. Das ist der Gedanke, der uns hier zuallererst bewegen sollte. Und wenn auch die Tatsachen des Lebens in dieser Sicht, in diesem Wiederholungszyklus der Wiedergeburt, so ist, dass wir mit allen eine herzinnige Beziehung hatten. Alle waren einst unsere gütigen Eltern gewesen. Wir hatten allen Grund, voller Dankbarkeit zu sein und uns dieser Güte zu erinnern. Trotzdem sieht es jetzt so aus, dass diese Lebewesen sich an diese Beziehung nicht erinnern. Die, die früher Mütter waren, erinnern sich nicht an ihre Kinder und die Kinder nicht an die Mütter. Und im Gefolge dieser Unbewusstheit, in dem diese innige Beziehung nicht erlebt wird, nicht bewusst ist, sind sie alle sozusagen mit dem Bann der Dummheit geschlagen und ergehen sich in den unterschiedlichsten Arten der Geistesstörung, erleben sich als Feinde, einige erleben sich vorübergehend als Freunde. Die meisten aber in der Welt sind uns ganz egal. Das ist die Situation, die wir jetzt vorfinden, dass diese Herzensbeziehung uns nicht bewusst ist. Und so haben wir eine Beziehung von die vorübergehend von Feindschaft oder Freundschaft und meistens aber von Gleichgültigkeit geprägt ist. Wenn wir uns nun angesichts dieser Tatsachen befleißigen, die Güte aller Lebewesen zu erinnern und aus tief empfundener Dankbarkeit wieder und wieder in uns den Herzenswunsch entstehen lassen, diesen Lebewesen helfen zu wollen, den Wunsch haben, dass es ihnen gut ergehe, dass wir wirklich etwas dafür tun möchten, dass es ihnen besser geht. Und selbst wenn wir das jetzt nicht können, dann wenigstens den Wunsch machen, dass wir in Zukunft die Bedingungen haben werden,
um ihn nützen zu können. Dann wird solches Nähren vom Wunsch und von Herzenseinstellung ein Verhalten erzeugen, dass wir hier die zweite Art des Wohlverhaltens, das auf den Nutzen anderer Lebewesen ausgerichtet ist, nennen. Dann kommen wir zur dritten Art des Wohlverhaltens, das alles übel ablegt oder aufgeben lässt. Und hier hat der große Lehrer, der Buddha, für jene, die in Familienverbanden leben, die normale ihren Haushalt führen, im Alltag über ihre Arbeit nachgehen, für die hat er drei Arten von Verhaltensregeln gegeben. Und für jene, die sich als Ordinierte den Weg des Buddha verpflichten, hat er fünf Arten von Verhalten gelehrt. So sind es zusammengenommen acht Arten von Verhalten, die hier empfohlen sind. Kommen wir zunächst zu den drei Arten der Empfehlung, die der Buddha gegeben hat, um alles Übel im eigenen Tun aufzugeben und loslassen zu können. Und dazu zählt die Übung von Nyeni oder Nyunge, die wir sie kennen, vom Namen wahrscheinlich. Und es ist eine Übung, die sich über zwei Tage erstreckt. Genau gesagt sind es vier Tage und Nächte, wenn man das erzählt. Vier Perioden, ja. Also Tag und Nacht getrennt gerechnet. Sind es dann vier, aber es sind im Grunde über zwei Tage. Die. Die Prozedur. Die Prozedur, ja. Also, warum das so genannt ist, warum es so gerechnet wird. Jedenfalls vollzieht sich so, das kennen wir ja meistens, dass ein vorbereitender Tag eine Vorbereitungsphase ist und dann kommt die Hauptphase. In der Vorbereitungsphase, das ist der erste Tag, nimmt man morgens die Vorsätze der Bodhisattvas. Das sind die Art, besondere Art von Vorsätzen, die, dass man an diesem Tage eben sich ausschließlich dem Verhalten der Bodhisattvas gemäß orientieren möchte. Und dann an diesem Mittag dieses Tages nimmt man noch eine Speise zu sich, aber dann in der Nachfolge den ganzen Abend und die Nacht über nicht mehr. Dann ist es abends noch erlaubt zu trinken, aber nicht mehr zu essen. Am nächsten Tag dann nimmt man erneut diese Versprechen und den ganzen zweiten Tag über wird weder gegessen noch getrunken. Und dieses Versprechen ist jeweils für einen Tag, von einem Tag zum nächsten Tag, sodass das dann im Ablauf der Nacht des zweiten Tages, dann dieser Vorsatz zu seinem Ende gekommen und am nächsten Morgen dann ist damit all das Übel des eigenen Verhaltens durch diese Maßnahme bereinigt, so heißt es. Ich habe noch vergessen zu sagen, während dieser zwei Tage nimmt man an jedem Tag, führt man dreimal das Ritual des großen Mitfühlenden, aber wirklich war er durch. Und
ที่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งก็ตามมาตรงนี้แต่เนี่ยก็ลงแต่ละเส้นที่ตามที่ส่งยี่เจ้าของเขาไปเที่ยวเช้าตอนนั้นตาตาส่วนหนึ่งก็ตามมาแล้วมาเนี่ยสักจะลงตัวเชื่อมส่งชุดเส้นที่สมบัติเนี่ยตามมาแล้วเดี๋ยวเราที่ว่าจะส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งแล้วก็ตามมาแล้วก็ทุกเส้นที่ถ้าได้ตามมาเนี่ยส่งยังมามาเช็คกับป้าดูที่เนี่ย Zum Einzelnen beginnt also dieser Tag, dieses Nunge, damit diesen Vorsatz zu fassen, der Reinigung, Läuterung des eigenen Bewusstseinsstroms und dem Ansammeln von guten Geisteseindrücken dient. Das Sojong genannt. Und darin unterscheidet man wieder die verschiedenen Arten eines solchen Vorsatzes. Und hier ist er im Sinne des großartigen Fazits zu verstehen. Und man beginnt also den Tag damit, von dem Vorsatz fasst, den eigenen Geistesstrom zu läutern und gute Geisteseindrücke zu sammeln. Warum? Weil dies zum Nutzen aller Lebewesen sein soll. Indem man sich Herz verbunden fühlt mit allen Lebewesen, entschließt man sich zu diesem Tun. Und wie lange passt man diesen Vorsatz? Nur bis dass die Sonne am nächsten Tage wieder aufgeht. Das ist keine besonders lange Zeitspanne. Deswegen ist dieser Vorsatz auch gut einzuhalten. Man kann sich entschließen, okay, bis morgen, bis die Sonne am nächsten Tage wieder aufgeht, bis dahin werde ich versuchen, diesen Vorsatz einzuhalten. Und dann ist am nächsten Tag sozusagen automatisch, wenn die Sonne aufgeht, ist dieser Vorsatz erfüllt. Das heißt, wenn wir einen solchen Vorsatz zur Läuterung unseres Bewusstseins und zum Ansammeln von Guten fassen, der sich gründet in unserer Herzensansinn, allen Lebewesen, ausnahmslos allen Lebewesen helfen zu wollen. Also solch ein Vorsatz im Sinne von Mahayana, dann wird das Gute, was daraus entsteht, mit uns verbleiben, bis dass wir vollkommenes Erwachen eines Buddha erlangen. Solange wird die Kraft und die Auswirkungen dieses guten Impulses nicht mehr verloren gehen. Und das bedeutet, dass wir in einem nächsten Leben, wenn dann in einer menschlichen Geburt mit unversehrtem Körper, vollständigen Sinnesorganen wiedergeboren sind, dass wir die Intelligenz haben, um Dharma zu verstehen, und dass wir in einem Land, einem Ort uns wiederfinden, wo Dharma zugänglich ist und so weiter, dass wir also alle die Bedingungen zusammen haben, mit denen wir Dharma üben können, kurz eine kostbare, einem Wunschjuwel vergleichbare menschliche Wiedergeburt finden. Das
Hani chang pawa. Hani sidru ge kaze pawa te so jong yan la ye pa so su za ti ji ge song. Und die Vorsätze, die man für die Dauer eines Tages fasst, etwas näher zu beschreiben, sind da 8 verschiedene Punkte zu nennen. Ein Vorsatz, der 8 verschiedene Teile hat. Und der erste ist der, sich zu entschließen, von jetzt bis zum nächsten Morgen, bis dass die Sonne aufgeht, werde ich kein Lebewesen töten. Zweitens, ich werde nichts nehmen, was mir nicht geschenkt ist, also nicht stehlen. Drittens werde ich mich aller Rede enthalten, die durch Unwahrheit andere verwirrt. Viertens keine berauschenden Getränke, kein Alkohol zu mir nehmen. Und fünftens werde ich alle Arten von Verschönerungsmaßnahmen an meinem eigenen Körper unterlassen. Und wir haben da viele aufgezählt, ich sprach da von unterschiedlichen Substanzen, die wir mit verschiedenen Farben auf unserer Gesichtsfarbe auftragen oder anderen Geräten, die wir an bestimmte Körperteile anhängen. Also für die Dauer eines Tages entschließen wir uns, all dieser Maßnahmen zu enthalten. Weiterhin versprechen wir, dass wir nicht auf einem großen Thron sitzen werden. Das heißt, an einem erhöhten Sitz, der höher ist als eine Elle hoch und der aus einem besonderen Material dann noch gar gemacht wäre, dass wir uns aller solcher prachtvollen Sitze enthalten. Und die letzte, das ist der 8. Art von Vorsatz, ist der eben dann noch. Ja, Punkt 4. Wichtig sei natürlich vergessen. Und zwar war das die Nummer 4, also nach den Lügen, dass man sich für einen Tag sexuellen Missverhaltens enthält. Und dann kam das berauschende Getränk, der Alkohol, dann Kosmetik, dann nicht dabei, im Thron zu sitzen. Und das letzte ist dann, keine Speise einzunehmen, so wie es halt dem Tag entspricht. Entweder dann am Nachmittag nicht mehr oder den ganzen Tag über nichts zu essen und zu trinken. Das sind die 8 Punkte, die zusammen Bestandteil dieser Maßnahmen sind, die wir ergreifen, um unseren eigenen Bewusstseinsstrom zu läutern, gute Geistesdrücke, Eindrücke zu sammeln. Und das alles auf dem Hintergrund dessen, dass wir allen Lebewesen damit nützen möchten. Um weitere Missverständnisse vorzubeugen, habe ich nochmal den Punkt des sexuellen Verhaltens nachgefragt, weil das ja unterschiedlich ist in den allgemeinen Gelübden verleihen und jetzt hier im Zusammenhang von dieses Mahayana-Vorsatzes bei Nyune geht es in erster Linie darum, eben keinen Geschlechtsverkehr zu haben während dieses einen Tages. Das ist also nicht so, wie die Vorsätze im engeren Sinne dann Mönche sind oder im Hinayana, dass die Berührung des Körpers eines anderen Geschlechts nicht statthaft ist und so weiter. Nicht in dieser engen Form, aber das heißt, während dieses einen Tages entschließt man sich, keinen Geschlechtsverkehr zu haben. Das
gibt es in dieser Welt viele Dharma-Zentren, viele Orte, an denen unterschiedliche Lehrer, verschiedene Traditionen lehren. Egal, wo es sein mag, wo immer wir eine Gelegenheit hätten, an einem Jungen teilzunehmen, wäre das etwas, was von großem Nutzen wäre für unser eigenes Verhalten. Also etwas, was unser Verhalten läutert und gute Geisteseindrücke in uns verstärkt. Wäre von außerordentlich großem Nutzen. Wir sollten einfach diesen Wunsch in unserem Herzen ablegen, wenn immer wir eine Gelegenheit sehen, an einem solchen Jungen-Ritual teilzunehmen. Egal welchem Dharma-Zentrum, dann wäre das eine Gelegenheit, die wahrzunehmen wäre. Darüber hinaus gibt es grundsätzlich, wie der Buddha es gelehrt hat, für alle die nicht ordiniert sind, allein Vorsätze, die ganz allgemein im Alltag zu fassen wären. Das ist ein Angebot, das man in unterschiedlicher Form annehmen kann. Wenn jemand diese Vorsätze fasst, dann ist es, wie Genyen im Tibetischen genannt werden, dann ist, wenn es ein Mann ist, dann ist er ein Genyen Pa. Wenn es eine Frau ist, dann ist er eine Frau, die diese Vorsätze fasst, eine Genyen Ma. Das Angebot ist vielfältig in der Form, in der Menge der Vorsätze, die man darin einbinden möchte. So kann man zum Beispiel sich entschließen, ich möchte von jetzt an nicht mehr töten. Ich möchte kein anderes Lebewesen so beschädigen, dass es zu Tode kommt. Dieser Wunsch, der Vorsatz, andere nicht mutwillig zu töten, ist ein Aspekt dieser Genyen-Vorsätze. Und dann ist es relativ einfach, wenn man sich zunächst, wenn man möchte, eben dann nur auf einen einzigen konzentrieren kann und diesen Vorsatz dann richtig erfüllt. Da gibt es andere, denen dieser Vorsatz nicht genügt, die obendrein, also nicht töten, sondern auch darüber hinaus nicht stehlen möchten und sich zu diesem Verhalten bewusst entschließen. Also zwei Arten von Vorsatz fassen. Dann gibt es andere, die eben darüber hinaus noch weitere Vorsätze fassen. Zum Beispiel könnte man sich entschließen, die gesamte Palette der Genyen-Vorsätze zu fassen. Wie, das wäre dann also erstens nicht zu töten, zweitens nicht zu stehlen, drittens wäre es nicht zu lügen und dann viertens kein sexuelles Missverhalten zu üben und fünftens keine berauschenden Getränke, Alkohol und so weiter. Zu dem sexuellen Missverhalten, der Sundoji sagt, dass in diesem Fall bedeutet es der Entschluss, niemand anders, der bereits in einem festen Verhältnis, seiner Ehe sich befindet, mit diesem eine Beziehung einzugehen, eine sexuelle Beziehung, oder zweitens, dass dann, wenn man sich entschließt, mit jemandem zusammen zu sein, im Sinne einer geschlechtlichen Beziehung, dann ausschließlich mit dieser Person zusammen ist. So, das wäre
einen Schluss, den man fassen kann, wenn man die gesamte Palette der genialen Vorsätze fassen möchte. Und selbst wenn da jemand ist, der sich nur für einen dieser Genjin-Vorsätze oder zwei entschließt, dann unterscheidet sich diese Person von gewöhnlich Sterblichen in dem Sinne, dass sie bereits sich auf dem Wege befindet, den der Buddha vorgezeichnet hat. Das ist diese Person ist keine gewöhnliche Person mehr, sondern jemand, der von gutem Vorsatz getragen den Weg des Buddha nachfolgt. Das sollten wir wissen. Nun kommen wir zu den guten Vorsätzen, die Bestandteil des Paketes sind, den die Ordinierte fassen können. Und da gibt es fünf verschiedene Arten, wie bereits angekündigt. Fünf verschiedene Arten hat der Buddha gelehrt. Das erste sind die Getsu-Vorsätze und es gibt dann zwei Sorten, je nach Geschlecht. Wenn man ein Mann ist, ist man ein Getsu-Pa, als Frau eine Getsu-Na. Die Vorsätze sind jeweils leicht unterschiedlich gefasst. Dann gibt es für Frauen besonders noch eine Fassung der Gelob-Ma, die etwas über die Getsu-Ma-Vorsätze hinausgeht. Und schließlich dann als Vollordinierung gibt es Gelong und Gelong Ma, die beiden vollordinierten Vorsätze zusammenkommen. Wenn man diese verschiedenen Kategorien von Vorsätzen, wie sie für Ordinierte beschrieben sind, im Einzelnen betrachtet, dann gibt es für die Getsu-Vorsätze 11 verschiedene Anteile und für die Vollordinierten sind es dann schließlich 253. Die Grundlage von all diesen, aber wenn man das zusammenfasst, ist folgendes: als die Geisteshaltung von Liebe, von Mitgefühl, von Wohlwollen gegenüber allen Lebewesen. Und dann der Entschluss, dass wenn jemand zu mir Vertrauen gefasst hat, mir gegenüber Vertrauen empfindet, dass ich diese Person nicht absichtlich verwirre. Wenn man andere nicht verwirrt, andere, die zu einem selbst Vertrauen gefasst haben, nicht verwirrt, das ist die beste Art von allem Wohlverhalten. Wenn es dazu jetzt Fragen gibt, dann bitte nicht zögern.